and the mailbox, it gives me the chills. I go through my mail and it's mostly bills that I have to pay. Valentine's cards, there's a few. Respekt ist für mich, wenn Menschen nicht vorverurteilt werden wegen irgendwelcher Klischees. Respekt sollte jeder Mensch vor jedem anderen Menschen haben. Auch vor Tieren, vor seiner Umwelt, vor allem. Aber er sollte ihn auch immer entgegengebracht bekommen. Das ist Respekt für mich. There's a few, but I throw them away, 'cause they're not from. Ich denke, Diskriminierung und Rassismus gibt es in jedem Betrieb. Das fängt an, wenn irgendwer benachteiligt wird oder bevorteilt. Das ist für mich schon eine Art von Diskriminierung. Speziell in meinem Betrieb gab es schon häufiger Vorfälle von direktem Rassismus, in dem sich Menschen abwertend über Ausländer geäußert haben. Das wurde aber eigentlich auch immer sehr positiv positiv von der Geschäftsführung behandelt, indem sie sehr schnell mit Mitarbeitergesprächen dabei waren und es auch zu Abmahnungen gekommen ist. Einmal hat ein Azubi zum Beispiel ein Geodreieck mit einem Hakenkreuz beschmiert. Ja, ganz miese Sache. Es gab sofort Gespräche mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung, mit der Geschäftsführung, mit der Werkleitung, sodass es da auch konkret Gespräche halt gab. Es gab da bei dem Azubi keine Abmahnung. Er hat gesagt, ja, er hätte es nicht so ernst gesehen oder sonst was. Natürlich muss man dann mit den Leuten immer gleich ganz speziell reden, dass sowas nicht wieder vorkommt. They're not from you. They're not from you. Also eine Frage der Bildung, würde ich sagen, jein, weil ich glaube, jeder Mensch bekommt Respekt irgendwie von der Erziehung her mitgebracht, mit Sicherheit. Ob das jetzt unbedingt das Elternhaus sein muss, weiß ich nicht genau, weil im sozialen Umfeld, in dem man als Kind und Jugendlicher aufwächst, ist, glaube ich, eher die Sache, dass man Respekt vermittelt bekommt oder halt auch nicht. Meine Beziehung hält jetzt schon 9 Jahre, 8 Monate und keine Ahnung wie viele Tage. Seit 2 Monaten bin ich jetzt auch verheiratet mit meiner Frau. Genau, ja, eine Lebensform, die auch eine Sache mit Respekt zu tun hat. Was wir immer so erlebt haben, war nicht immer positiv. Es gab auch negative Sachen. Unser Elternhaus ist sehr offen damit umgegangen, sag ich mal. Ab und an, wenn man auf der Straße herumgelaufen ist, komische Blicke aus den Autos, Rufe, pfui, was macht ihr oder sonstiges. Ansonsten in meinem Arbeitsumfeld wurde das eigentlich eher positiv aufgefasst. Also zumindest von meinen engeren Arbeitskollegen, mit denen ich viel zu tun habe, die haben sich auch sehr gefreut, die waren auch alle bei unserer Hochzeit und... Aber natürlich gibt es auch da Leute, die sich so sagen, muss denn sowas sein oder sonst was. Aber ich sag mal, die haben sich nie abwertend geäußert. Also zumindest nicht direkt offen gegenüber uns. Was hintenrum immer diskutiert wird, ja, das ist ja immer so eine Frage. Positive Erlebnisse? Ja, eigentlich doch eher positive. Die positiven überwiegen, sag ich mal. Valentine's Day is a good day to cry. Valentine's Day is a good day to cry.